Behälter muss jetzt lokalisiert werden. Guten Tag und willkommen zu Rainbow Six Siege mit den Leuten wie zuvor auf Favela und Bereich. Guten Tag. Time to say goodbye to Favela. Wenn der Part überhaupt erscheinen wird und da es Favela ist, gehe ich davon nicht aus. By the way, das mit den zwei Smokes ist allgemein. Die sagen, weil Smokes ist ein bisschen stärker sind, hat man eine weniger. Ja, ich weiß. Weed ist leer. Fußball ist leer. Ich höre die, die sind glaube ich unten im Waffenlager. Ja, Waffen geht hier auch. Gute Arbeit. Der Biogefahrgutbehälter wurde. Jägerpuls, ein fetter Hook. Guck, und ich habe Jäger gescannt und er wird nicht angezeigt. Oh, zum Glück ist das bald vorbei, hey. 5 Sekunden bis Einsatz. Weiter zum Standort des Biogefahrgutbehälters. Na, mach dir mal. Das ist der behinderte Raum für Glas, ey. Zeit, eine neue Tür zu sprengen. Oh, da ist ja ein. Links in der Ecke. Sicherung des Raumes einstellen. So ist. Hallo? Feindliche Aktivitäten. Bedrohung neutralisieren. Seid ihr schon drin? Ja. So. Gegner verbleibt. Wenn ihr von da kommt, hab ich. Jeez. Fuck. Ich hab gar nicht gecheckt, dass ihr reingegangen seid. Warum sagt der Fangs Ash? Aber gar nicht geschafft. Da war einer im Raum, den haben wir gekillt, dann war frei. Einer ist noch nachgegangen. Ja, eben, aber eben, dann kommen wir halt securen. Das haben wir auch gemacht. Ist eigentlich voll klug, auf der Map eigentlich Fuse zu nehmen, weil Fuse kann hier, glaube ich, ganz gut sein. Jo, in sehr vielen Räumen. Die Räume sind ja fast alle hier nicht groß. Die hatten gerade, aber die hatten gerade Jäger. Die waren halt alle irgendwie am Counter, bis auf irgendwie einer, der direkt im Raum war, und einer irgendwie direkt am Raum. Sonst war irgendwie keine Sau da. Jo. Der Puls übrigens, Hub. Ich glaube, der hat gedacht, du bist tot. Der ist mit dem Rücken sneaken zum Raum gegangen. Ich konnte ihn voll in den Rücken schießen. Nice. Sachen gibt's. Also, er hat sich gar nicht mehr um dich geschert. Den Raum verbarrikadieren. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Jetzt hab ich das Reinforcement einfach über das Bild von dem schwarzen Kind drüber gemacht, ey. Ich finde das rassistisch von mir. Ist es nicht der eigentliche Rassismus, das zu betonen? Ja, eigentlich schon. Also, ist zu betonen, dass es rassistisch ist? Ja. Nee, zu betonen, dass man es tut. Ja, genau. Das sehe ich auch so. Ich wollte nur Mitleid auch. Ach so. Hast du geschafft, Zap, hast du geschafft. Warum jetzt hier? Na dann ist ja gut. Dann sind wir uns ja einig. Für die Gleichberechtigung beim Bilder zu reinforcen sollten auch Bilder von weißen Kindern zu reinforcen werden. Oh, da geht das Fenster schon auf. Und das Türmann nicht mal zu. Und der Doc hat mich fast getötet. Oh, da ist das Fenster auf. Ich hab ja gesagt, die machen das Fenster auf. Ja, ich wusste nicht, welches Fenster. Welches Fenster hier im Raum, Bernie? Ist überall. Nee, es gibt zwei Fenster im Raum. Es gibt das kleine und das Doppelfenster. Schießen die von oben oder von unten? Ja, ich glaube von oben, von da oben. Oh, Twitch-Drohne. Okay, Twitch-Drohne. AD. Fährt die einfach an mir vorbei, ich glaube, es hackt. Es rappelt sich halt nur zum Fenster. Schön, Bernie. Schön. Toffuse. Oh, da rennt er da durch. Oh nein, das gibt's nicht. Boah! Wo ist der?
Sledge unten einmal noch draußen, unten vom Raum, da unten, also am Spawn. Der hat mich durchs Fenster halt durchgesehen. Kapitän wirft eine Grenade hoch. Kannst du Kameras gucken, Daniel? Mhm. Was hast du gesehen? Oh, hier ist Ash. Ash ist im Raum. Ash ist verletzt. Gut. Oh, da ist noch jemand. Da war noch jemand. Okay, einer ist noch draußen rum. Na, Sledge ist immer noch draußen, der war vom Raum. Und der andere war im Haus, wo Ash war, wo Ash gestorben ist, also rosa eine Treppe. Nur noch ein Gegner. Ja, der andere war rosa eine Treppe bei Ash. Ja, kannst du ihn markieren, Daniel? Nee, ich sehe ihn gerade nicht. Aber ich hab ihn, glaub, ich weiß, wo er ist. Er ist halt in diesem Raum noch drin. In dem, dem Waffenlager. Ja, der könnte mir hinterhergerannt sein. Ich bin ja vor ihm weggerannt, der hat mich angeschossen. Na, der kommt die Treppe hoch bei euch. Also die Treppe von unten. Die, wo quasi von draußen reingeht. Mhm. Die direkt vom von Raum der Garage reisen. Dann, ne? Ja, genau. Welcher Operator? Das ist noch Sledge. Nee, das kann nicht Sledge sein. Das war aber nur irgendein anderer. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Auf jeden Fall war der da. Der steht noch draußen. Der hat mich von draußen durch. Ja, aber dann ist er wieder zurückgelaufen. Aber da war er halt gerade. Bei mir halt. Der wollte da hoch, hat die Kamera dann gesehen, ist wieder runtergelaufen dann wahrscheinlich. Kannst sagen, sehen, wenn er durchs Fenster kommt. Er kann doch nicht durchs Mirror-Fenster kommen. Nee. Er kann aber durchs normale Fenster kommen. Er kommt eher durch diesen Haupteingang. Kommt der hinter dir? Ich hab's auch gerade gehört, Alter. Ja, der war halt echt hinter mir, ey. Hab ich gerade so überlegt, so wie die Schritte ist das nicht hinter Warum mir? Hat er mich nicht erschossen? Ich glaube, der hatte ich erst gerade gar nicht gesehen. Ich glaube, er ist auf die Tür geguckt. Hä, ich stand doch direkt vor ihm im Licht. Aber er hat dich halt nicht direkt angeguckt, wie du vielleicht in der Kamera gesehen hast. Der hat irgendwie erstmal zur Tür hingeguckt oder so. Keine Ahnung. Ich dachte, du bist ein Freund. Ja, wahrscheinlich. 2-1. Okay, das ist noch mein Mitspieler. Persig Biceps. Der hat bestimmt richtig dicke Arme. Wahrscheinlich. So 3 cm Durchmesser. So, wo man mit einem kleinen Finger rumfassen kann. Den Biogefahrgutbehälter lokalisieren. Oh, ich hatte eine Fläche. Unglaublich. Die sind, glaube ich, ganz oben. Weed, Fußball, Fußballzimmer. Fußball! Erstmal ins Gras springen. Oh. Tanja wieder auf dem Grastrip. Richtig geiler Stoff hier. Wundert mich nicht. Noch 10 Sekunden. Einsatz in 5 Sekunden. Nice Jump, Benny. Komm, nein. Was hat er getan? Komm. Er hat dreimal versucht, jetzt den gleichen Sprung zu machen. Jetzt bin ich oben. Um die Drohne zu platzieren, hat dreimal gefailt. Das war schon lustig. Okay, erstmal gucken. Okay, alles safe. Alles safe. Gott, wenn Daniel sagt, alles safe, ist nix safe. Dann ist das recht alles safe. Du kannst auf ein Wort vertrauen. Dann machen wir da ein paar Löcher auf, dass ich mit Glaster auf der großen Wand reinschießen kann. Wenn das dein Plan ist. Ja, ich bin gerade hier in der Treppe. Da, wo Bernie ist. Ah, Firmite. Ja. Nice. Oh, das ist nicht so gut. Lauf! Da ist der Lord!
Nein! Ich hab Doc verletzt! Okay, Doc ist tot. Der Lord ist auch noch bei Doc. Der Lord, Bernie, der Lord! Der rennt links in den Raum. Da in dem Raum ist der Bernie. Ja, da. Ich hab ihn angeschossen, aber nicht tot. Der Lord ist low. That's not good. Doch, das ist gut. Also ja, klar, wäre geiler, wenn er tot ist, aber der Lord ist da in dem Raum. Schön's ab. Ach, ist der Lord wieder. Guck nochmal, Lord. Dann mache ich dich weg. Hallo? Hey, Bernie ist mein Kill, ne? Der Lord. Ja, ja. Meine Nase juckt. Ich glaube, beide sind in dem Raum. Beide in dem Raum. Ah, scheiße. Einer links, einer rechts davon. Ja, Jäger hat mich jetzt davon da getroffen. Da ist er auch drin, ja. Oh. Lord kommt. Jäger kommt ab vor dir! Hä? Fuck, da liegt das! Der liegt Lord, da! Der Lord ist verletzt. Lord verletzt. Ich kann ihn nicht killen. Ich meine, auch immer der mich. Ich kann ihn auch nicht killen. Wie auch immer der mich, der Jäger einfach wegmachen kann. Ja, das, er hat, das hat gerade die Möglichkeit, deswegen. Ich wurde Nein. entdeckt. Ich versuch die Treppe zu laufen. Wo ist denn der andere? Der Jäger ist links im Raum. Der Jäger hat auf jeden Fall nicht mehr viel Leben. Links im Raum. Da hast du ihn gesehen, Bernie. Oh nein! Der Lord ist immer noch verletzt. Wow. Nice. Wir schmeißen es halt wieder weg. Ich glaube, diesmal waren wir 5 gegen 2. Wir können es echt gut wegschmeißen in letzter Zeit. Er wusste auch instant, wo ich bin, alles klar. Wenn du gesehen worden bist, dann kann er sich halt denken. Ich habe keinen gekillt, die Sonne. Ja, aber du hast eine Flucht mit Bernie. Na eben, und du wurdest doch, glaube ich, mit der Kamera gesehen. Deswegen konnte er sich halt denken. Aber wo ich mit der Kamera gesehen wurde, habe ich die Position gewechselt. Unfassbar, wie wir das immer wegwerfen, ey. Gut, dass die nur noch zu viert. Und Gejinx. Den Raum verbarrikadieren. Ja. Wir müssen den Biogefahr und Behälter schützen. Die Wand ist fertig! Geile Bank. Was geht ab? Der Gegner hat Biogefahr und Behälter lokalisiert. Ja? Was gibt's für einen Bug? Ich hatte mal einen Config-Bug beim Reinforcen. Ah. Der Fußballraum ist eigentlich schon hart scheiße. Ja, ja, und wir haben es gerade weggeschmissen. Im 5-2. Hier fehlt eine Wand. Ich hab beide weg. Kurz gesagt, fehlen eigentlich überall Wände, aber ey. Wir haben halt einen Random, der wahrscheinlich nicht reinforced. Ist der Random eigentlich von Anfang an dabei? Ja. Dann zackt der ganz schön Balls. Barrikade wird errichtet! Oh, scheiße, ich habe ja noch ein Ding. Da muss ich wohl so machen. Wer nimmt zuerst an den Spot, wo ich gerade war? Ja, der ist besser als ich sie hab. Ach so! Na dann! Erstmal den Spot klauen. Die Außentür ist auf. Oben sind zwei Leute. Fuse und Ash. X-Kairos-Ladung Block hier. Drei Leute von oben. Von ganz oben. Schön gelandet, Stage. Hab Weed Room ist einer. Einer ist noch oben, genau, Fuse ist Weed Room noch.
letzten beiden sind hier. V-Troom ist tot. Fuse. Ne, der war nicht im. War der im V-Troom vorhin, Sub, den du meintest? X-Karas draußen. Wo ist Ibana? Wo ist Ibana? Draußen irgendwo. Die haut da X-Karas gegen die Wand und verkackt die ganze Zeit. Nicht pushen. Oben ist ein Fenster, glaube ich. Ja, das war ich. Das warst du, okay. Ich gehe mal hier ran, ins Richtung Tantchens. Sub, ich kann sagen, wenn sie vorkommt. Oh, hier ist er auch. Die läuft auf den Dächern hier auf der. LOL! Runtergeschmissen, wow. Mach mal so. Der hat eben gerade einen 5-2 geholt und schmeißt jetzt bei 4-1 weg. Sinn. Aber dann würde ich sagen, das ist unsere Favela-Abschlussmap, denn Favela wird erstmal komplett aus dem Spiel verschwinden, sollte sich nichts ändern. Yay! Oh. Ja, für euch wird das dann eh. Monate danach sein, da wird Favela wahrscheinlich ist er sein. wieder für dich da. Aber ja, erstmal ohne Favela. Bis dahin, haut rein und ciao. Ciao.